3. bis 10. Juli ist in Österreich Radrundfahrt Fieber angesagt. 8 Etappen vom ORF live übertragen, verlangen den Fahrern alles ab. Speziell die 2. Etappe, die berühmt-berüchtigte Strecke Innsbruck aufs Kitzbüheler Horn, garantierte bei den Radlern heiße Wadeln. Viele Fans fanden sich am Horn ein, um einen spannenden Zieleinlauf zu erleben. Aber auch im Vorfeld bot sich für die Amateure im kleinen Rahmen diese Berganfahrt zu bestreiten. Dabei wieder viele bekannte Gesichter. Super Sache gewesen heute bei dem Wetter. Perfekt. Ich bin jetzt ein bisschen langsam umgegangen. Ich hätte noch Hitzalfeuer gekriegt und da wäre es noch besser gegangen. War perfekt. Danke. Ja, ich bin ein bisschen Kind war schon eigentlich genau. Aber ich bin heute schnell weggefahren und habe das noch an den Start eingebüßt. Aber es ist eigentlich noch ganz gut gekommen. Extrem heiß war es heute, obwohl es war verhältnismäßig stark und schwer, aber es ist gegangen, wenn es das ein bisschen einteilt, dann kommst du schaffen. Peter Marco, wir sehen hinter dir bereits viele hundert Teilnehmer, die also da sind, die es geschafft haben. Die Kronenzeitung Kids on Challenge gemeinsam mit Kitzbühel organisiert, absoluter Renner. Absoluter Renner, ganz großer Dank an die Kronenzeitung, jedes Jahr wieder. Ein Highlight, der Radsommer beginnt dann so richtig. Er hatte schon begonnen, aber dann geht es richtig los, wenn die Krone hier ist und wenn die 800 Radsportler hier auf das Horn heraufradeln. Du hast früher in Sölden die Deutschlandtour organisiert, hinauf hier bereits verantwortlich seit 2 an 3 Jahren, auch für die Österreich-Rundfahrt. Das Alpenhaus hier ist schon etwas Besonderes, also das kann man schon international vergleichen. Ja, etwas ganz Besonderes und die Radsportler, die Profis haben ganz großen Respekt. Ich habe heute noch mit Tommy Roeger telefoniert, der ist gut drauf, hat er mir gesagt, aber Respekt haben sie alle vor dem Horn. Also das ist die wirkliche Königsetappe dieser Ö-Tour. Ja, die Bilder gehen natürlich in die ganze Welt hinaus, für Kitzbühel ist das auch was Tolles. Mittlerweile positioniert auch Kitzbühel im Sommer neben Wandern als absolute Raddestination. Ja, absolut richtig. Wir haben ja erst vor 3 Wochen die Weltmeisterschaftstour der Triathleten hier gehabt. Gestern in der Region, im Nachbarort Kirchberg, Kitzalbike, ganz großer Radmarathon. Heute die Ö-Tour und das geht so weiter. Wunderbar. Deine Zeit, du hast eh mitgestoppt, sag sie uns. Meine Zeit war 59. Das Erschütternde ist, ich habe 180 Puls und die Profis fahren genau doppelt so schnell herauf. Also da muss man echt fragen, was macht man falsch? Ja, sensationell, unter einer Stunde geblieben, Peter Marco, der Tourismusdirektor aus Kitzbühel. Das ist das BMT-Racing-Team, meine Damen und Herren. Das ist Mauro Santambrogio. Mit letzter Kraft. Und der König, meine Damen und Herren, geht an Sastre vorbei. Carlos Sastre, Vierter. Und den Sonderapplaus für Tommy Roerica. Meine Damen und Herren, hier kommt unser Held, Thomas Roerica. Ja, die 2. Etappe ist bereits wieder Geschichte. Die Etappe von Innsbruck auf das Kitzbüheler Horn. Der Schwede Kasiakow hat gewonnen mit einer besonderen Performance. Der ehemalige Mountainbiker jetzt auch auf der Straße perfekt gefahren. Thomas Roerica, der Lokalmatador an der 5. Stelle als bester Österreicher. Ja, war ein super schöner Tag. Also bei wolkenlosen Himmeln in meiner Heimat ein Rennen zu fahren ist natürlich ein
ein tolles Ereignis und bin zufrieden mit dem Ergebnis heute. Ich bin ein attraktives Rennen gefahren, ich habe mich nicht versteckt und von dem her passt es. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Yeah, it's a super hard climb. I was here 2 years ago, so I knew more or less what to expect, but yeah, it starts off steep and then just gets steeper and steeper, and in the end you're just trying to survive. So at the moment, right now, I'm just really happy that it's over and that I also could take this victory. Best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. For the champion, stand up.